Ja, das habe ich direkt nach der Auslosung schon einmal betont, dass die Gruppe sehr ausgeglichen ist und das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Die polnische Mannschaft hat jetzt das erste Spiel verloren in Slowenien und dadurch sind alle Mannschaften etwas näher zusammengerückt und es bleibt sehr spannend. Julian, man ist mit einem 6:0-Erfolg gegen Lettland hierher nach Warschau gereist. Ja, gibt einem das sehr viel Selbstvertrauen? Ist man mit der breiten Brust hierher gekommen? Natürlich, aber ich glaube auch, die Lehrgangssiege im Juni sind auch sehr wichtig für uns gewesen, einfach um wieder in die Gruppe hineinzukommen, jetzt gegen Lettland sehr Selbstvertrauen zu holen. Und auch die Art und Weise war sehr, sehr gut. Und genau das war der Plan, so nach Polen zu fahren und jetzt morgen dann ähnlich gute Leistungen und hoffentlich auch Ergebnis abzurufen. Ich bitte um eure Fragen an den Teamchef und den Kapitän. Wer möchte starten? Andreas Felber. Musst du nur ein bisschen warten, bis das Mikrofon da ist. Julian, die Frage an dich. Österreich hat in einem Pflichtspiel noch nie gegen Polen gewonnen. Das wäre etwas Fußballhistorisches. Wie wollt ihr das zusammenbringen morgen? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Top-Leistung. Ich glaube, wir alle wissen um die Stärken der Polen Bescheid. Auch die letzten Jahre und die konstanten Teilnahmen an den Großereignissen und dann auch Erfolgen bei den Großereignissen, das zeigt, dass es schon der absolute Favorit in unserer Gruppe ist. Aber in Wien haben wir, glaube ich, schon bewiesen, dass wir absolut dagegen halten können mit unserem Fußball. Und genauso werden wir es am Morgen versuchen. Im historischen Zusammenhang ist uns das eigentlich relativ wurscht, weil wir haben ein Ziel bis Ende November und ja, da müssen wir morgen auf jeden Fall was holen. Wie sehr heißt es morgen auch Ruhe bewahren, wenn man sich dieses Stadion ansieht, sehr eindrucksvoll, da werden wahrscheinlich 60.000 Fans morgen hier sein, die ihre Mannschaft anfeuern werden. Stimmt man sich da vorher auch bestimmt noch ein auf so eine Atmosphäre oder ist das für Profis, wie ihr seid, mit viel Erfahrung, Business as usual? Ja, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir vor solchen Kulissen spielen, aber natürlich, die Brisanz in der Partie ist da, einfach in der Konstellation der Gruppe. Die Polen werden sie so schnell wie möglich rehabilitieren wollen. Wir wollen auch die ersten zwei Spiele vergessen machen. Also denke ich schon, wir sind auch als Platz 1 und Platz 2 in der Gruppe aktuell. Ist es das nominelle Spitzenspiel gerade und deswegen wird es extrem wichtig für beide Mannschaften sein, aber das Drumherum werden wir wie immer versuchen auszublenden und einfach unser Spiel auf den Platz zu bringen. Die nächste Frage. Any questions? Gerhard Oellinger. Polen ist der erste Gegner, gegen den man schon gespielt hat in der Gruppe. Hat sich irgendetwas geändert, an den Voraussetzungen, auch daran, wie man taktisch an das Spiel herangeht? Wir haben ja damals im ersten Spiel in einem 3-4-3 agiert, haben jetzt ja die letzten Spiele eher in so einem 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Es war immer so eine Mischung, je nachdem, ob wir im Ballbesitz waren oder im Spiel gegen den Ball. Also auch da waren wir sehr variabel. Bei der polnischen Mannschaft hat sich vom System her und von den Spielprinzipien nichts verändert. Sie spielen klar in ihrem 4-4-2 oder 4-2-3-1. Darauf sind wir eingestellt und ja, in so einem Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter, entscheiden dann letztendlich auch die Kleinigkeiten im Spiel. Das war ja schon im Spiel in Wien so. Bei einer Standardsituation hat dann auch das Spiel entschieden und ja, wir müssen morgen vor allen Dingen in Ballbesitz müssen wir schnell spielen mit viel Tempo und wir dürfen uns vor allen Dingen im Spielaufbau keine Fehler erlauben. Michael Lorber. Julian, du kennst den Robert Lewandowski aus der deutschen Bundesliga, glaube ich, ein bisschen besser. Kannst du ein bisschen charakterisieren und ein bisschen so einschätzen, wo er da im internationalen Stürmerangebot steht, vielleicht da? Ja, wenn er nicht der beste Stürmer der Welt gerade ist, dann ist er mindestens unter den Top 3. Ich glaube, dass die Gefahr und vor allem die Effizienz, die er über Jahre schon beweist, ob es beim Verein oder in der Nationalmannschaft ist, das ist schon herausragend. Genau deswegen sind wir auch gewarnt und wissen auch, wie wir morgen gegen ihn spielen wollen. 90 Minuten so einen Spieler aber zu verteidigen ist immer schwer. Allein deswegen wollen wir es im Kollektiv machen, ob das jetzt in der Abwehr oder im Mittelfeld ist. Und deswegen wahrscheinlich der beste Stürmer der Welt, aber wir haben auch was dagegen zu setzen. Bitte um ein Handzeichen, wer die nächste Frage hat.
Dzień dobry, Jacek Kurowski, Telewizja Polska. Ja chciałem zapytać o to, jakie panowie macie wrażenia po meczu. O, poczekam, aż pan trener będzie miał słuchawki. Chciałem zapytać, jakie panowie macie wrażenia po meczu Polski ze Słowenią. Jak oceniacie grę Polaków? Też no, w kontekście tego, że Polska grała na wyjeździe i straciła pierwsze punkty i pierwsze bramki w tych eliminacjach. Ja, auch das Spiel jetzt Slowenien gegen Polen war über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. Auch da haben Kleinigkeiten entschieden, zwar eine Standardsituation, dann ist Polen in Rückstand geraten, sie mussten dann das Spiel machen und waren dann auch anfällig für Kontersituationen. Aber ja, polnische Mannschaft hat in Slowenien nicht so schlecht gespielt, nur haben sie ihre Möglichkeiten diesmal nicht so genutzt wie in den Spielen zuvor.